Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Da haben wir jetzt aber extremes Glück, dass wir die Geister schon gemacht hatten. Wir haben nämlich Banditenrüstung, Spinnenschild. Aha, ja, schön, nehme ich alles. So. Okay, na komm, hör auf zu fliegen. Du blödes Viech, hau ab. Aua. Na komm. Okay, das war Glück. Und ciao. So. Hier waren wir nämlich schon. Wir haben nämlich dieses Tor ist per Default, nämlich, wenn ich jetzt richtig weiß, wo wir sind, ist dieses Tor per Default zu. Das ist nämlich der Weg zu diesen Geistern, wo wir schon waren, wo wir das Wasser abgelassen haben. Und dadurch, dass wir das Wasser abgelassen haben, können wir auch jetzt hier durch. Meine ich zumindest, dass das hier war. Ich will da nicht so nah hin eigentlich, um ehrlich zu sein, weil dann... Ich möchte den anderen Typen nicht aktivieren. Okay. Nein! Ach, das war doof. Ich habe nicht gesehen, dass ich den nicht... Mist. Blöd. Ich habe nicht gesehen, dass ich den nicht... ich wusste nicht, dass ich diese Attacke nicht blocken kann von ihm. Okay, jetzt mal ganz kurz. Hallo? Menschlichkeit. Zack. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben... Das ist, glaube ich, eine kleine Flamme hier, ne? So. Aushöhlung umkehren. Ja, bitte. So. Entfachen. Jawohl. Dann entfachen wir nämlich das Feuer, dass wir mehr Tränke hier kriegen. Was, glaube ich, gar nicht mal schlecht wäre. So, entfachen. Zack. Dann kriegen wir mehr Heiltränke hier. Gut. Die Flamme jetzt, ha? 15. Sehr gut, das finde ich perfekt. Weil da geht es jetzt bestimmt auch weiter mit der Story dann. Von daher passt das auch ganz gut. Dann holen wir uns erstmal die Seelen zurück. Dann machen wir schon mal die Geschicklichkeit einfach. Und dann gucken wir einfach mal. Also das Schild will ich auf jeden Fall behalten. Das heißt, ich würde auch gerne dann auf Stärke gehen. Wir brauchen noch 8 Stärkepunkte. Damit wir dann die Hellebarde sauber tragen können. Weil ansonsten müssen wir die Stärke ausgleichen, indem wir sie mit beiden Händen tragen. Dann werden die Attribute halbiert. Dann passt das auch. Aber dann haben wir halt kein Schild mehr. Und der Schild ist schon Gold wert in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand dieses Spiel mit Zweihandwaffen spielt überhaupt. Macht's bestimmt. Macht's hier nicht einfacher gerade. So, die Attacke kann ich abblocken, das ist kein Problem. So. Diese Blitzattacke hasse ich im Übrigen. Das ist echt ätzend. Okay. So, ein bisschen geduldig sein, versuchen auszuweichen. Das Problem ist bei der Brücke einfach, dass wir da nicht so die Möglichkeit haben auszuweichen. Weil die Brücke halt relativ schmal ist. Was die dann hier nochmal extrem schwierig macht. So, aha. Aua. Aua! Was denn? Ich hab doch das Schild gehalten. Blödes Mistvieh. Hör auf zu beißen. Kämpf wie ein Drache. Oder Greif oder Vogel oder was auch immer du auch bist. Was haben wir hier? Drachenstein. Aha.
Sehr gut. Also wir looten jede Menge Drachenstein auch, das ist schön. Naja, da bin ich mal gespannt. So, dann komm mal her, mein Junge. Ja, das ist dann schön. Wow, was? Ich kann die doch blocken, die Attacke. So, ich habe zumindest die Seelen wieder. Was war denn da? Hä, warum habe ich jetzt so viel Damage gekriegt gerade? Verstehe ich nicht. So, na komm her. Ich hasse die Dinger jetzt schon. Bitte was? Ich stehe hier und der fliegt nach da hinten. Was? Na, jetzt komm her. So. Man braucht echt ein bisschen Geduld bei den Viechern. Die sind echt ätzend. Ja. Weiß nur einfach irgendwo hin, ist ganz wichtig. Das Lustige ist, wenn die das machen, dann kann ich sie schön angreifen. Das Problem ist halt, wenn ich dann so im Blitz stehe. Das war dämlich, da hat der Winkel nicht gepasst. Da war ich im falschen Winkel gestanden. So, jetzt ist er tot. Ciao. Drachenstein, cool. Also wir kriegen jede Menge Drachenstein hier. Wozu auch immer der gut ist, aber wir kriegen ihn auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, weil ich würde gerne... So. Ich würde jetzt gerne da nämlich nochmal kurz Tränke auffüllen und vor allem das eine... Geschicklichkeit, glaube ich, war das. Würde ich gerne upgraden. Dann muss ich zwar gegen die ganzen Drachen da nochmal kämpfen, aber dann haben wir das zumindest, dann haben wir die Seelen zumindest ausgegeben. Das heißt, wenn ich sie dann verliere, verliere ich nicht ganz so viele Seelen. Aufsteigen. So, Beweglichkeit brauche ich, ne? Ich glaube, ich brauche Beweglichkeit. Sekunde, ich guck mal schnell. X. Wo ist er? Ihr schwarze Ritterhellebarde. Okay. Wir machen minus 197 Damage, das ist sehr schön. 18 Beweglichkeit brauche ich, okay. So, dann machen wir Beweglichkeit, aufsteigen, Beweglichkeit, zack. Jawohl. Ich weiß halt nicht, ob wir diese 8 Stärke, ob wir die noch hinkriegen. Weil es ist echt viel. Bin ich mir echt nicht sicher, das gucke ich nochmal sicherheitshalber. Dass wir auch auf das Richtige gespürt, da war es ja schon. Genau. Geschicklichkeit haben wir. Stärke, naja. Also D ist schon mal besser. Das D wird besser als die Stärke. Wird praktisch effektiver genutzt. Das heißt, dadurch macht man mehr Damage dann. Physisch. Feuer, Blitz. Aha. Kein Giftschaden mehr. Schade. Okay. Bringt uns aber eh, glaube ich, nur was bei normalen Lebewesen, sage ich mal. So Pflanzen und so... Untoten bringt das nicht wirklich was. Also die, was praktisch da sowieso nichts haben, so Skelett oder sowas. Na gut. So, wieder nach unten. Dann haben wir das gemacht. Dann müssen wir jetzt eigentlich bloß noch auf Stärke gehen. Wir können sie halt upgraden dann mit dem Funkeltitaniten. Dann wird sie auf jeden Fall stärker sein als unsere Waffe. Wie gesagt, wir gucken einfach mal. So, hallo lieber Vogel. Wow.
Man darf echt nicht zu weit weggehen davon, sonst verliert er echt den Fokus immer. Das ist echt nervig. So. So, wenn er beißt, dann kann ich schlagen. Ach Mist, hat er zweimal ineinander gebissen. Das geht. So, schnell wieder weg. Au. Mistvieh. Na komm. Ach komm. Den Hitpoint hätten wir jetzt auch gönnen können. Mann. Blödes Mistding. Das kann lustig werden. Das kann echt lustig werden hier. Vor allem, da sind halt so viele von denen. Und dann kommen diese komischen anderen Ritter. Da muss ich mal gucken, ob ich die besiegen kann. Überhaupt, das weiß ich gar nicht. Das letzte Mal, wo ich hier war, haben die mich übelst... Einen habe ich besiegt aus Glück, weil er sich nicht bewegt hat, weil er festgebackt war. Wow. Oh, ich hasse dich, du Mistviech. Ich hasse dich. Ich hasse diese Dinger, ich hasse die. Die gehen mir nur leicht auf den Keks, möchte ich betonen. Oh, Alter, jetzt reicht's aber langsam. Sag mal. Bist du mal fertig? Ich glaube, es hat. Sag mal. Das ist mal gut hier langsam, meinst nicht? So. Blödes Mistding. Was? Er hat mich fast runtergeschmissen. Ich hasse das, an so Klippen zu kämpfen mit Monstern. Das endet meistens in meinem Tod. Sag mal. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich dann, ne, wo ich bin ja damals, wo ich mit Dark Souls angefangen habe. War das ja auch eine der ersten Gebiete, wo ich dann war. Wo ich dann nur komplett nackt war, mein Plankenschild hatte und mein Holzknüppel. Und da bin ich hier lang gelaufen. Was war das denn jetzt? Und da stelle ich mir gerade vor, wenn ich da so als kleiner Lappen dann hier lang laufe einfach. Oh nein, jetzt habe ich beide aktiviert. Och nein. Das ist irgendwie... Ah, er haut ab, sehr gut. Ach, der kommt gar nicht so weit hinter, oder was? Aua. Boah, Alter. Na komm, auch her. Jetzt komm schon her. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Mann. Ich mache mir sicherheitshalber Heilung. Sag mal. Wollen wir jetzt verarschen? Boah, ist das ätzend. Das ist echt leicht nervig gerade. Ich komme da nicht wirklich hin.
Ah. Oh nein. Oh oh. Nein, es war so klar. Ah, es war so klar. Wieso hat der beide gelurrt jetzt? Das verstehe ich nicht. Das ist gerade echt nervig. Ich bin jetzt nicht so schnell vorgelaufen. Ich bin eigentlich relativ langsam gelaufen. Und dann hat er mich trotzdem erwischt. Mann. Hm. Na komm. Ach, das nervt mich jetzt. Vor allem der Kampf, der dauert immer so ewig gegen die Viecher. Das ist so... Na komm. Vor allem der Kampf, der ist echt lange gegen diese blöden Drachen. Das ist, ja, weiß ich nicht. Janik Lenig, hallo und herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du wieder dabei bist. Also es ist halt so, die Dinger sind halt echt nervig einfach. Das ist das Hauptproblem, die sind einfach nur nervig. Vor allem, weil das so viele sind auch noch. Damage machen tun wir denen ja ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, nur der... Ja, weiß nur zweimal. Blödes Mistding. Weiß dreimal. Mann. Ja, sag mal, jetzt reicht's aber langsam. Haha. So. Okay, Energie habe ich schon mal wieder, schon mal gut. Was war das denn jetzt? Hat einfach Flug zurückgemacht. Ah, komm. Sag mal, jetzt so blödes Mistvieh. Jetzt bleib doch mal da. Mann. Das Spiel mobbt mich gerade. Das Spiel mobbt mich gerade einfach nur. Das ist, das will mich einfach nur komplett ärgern. Das Schlimme ist, es ist gar nicht mal so schwer eigentlich. Es ist nur einfach nur extrem lästig. Das ist das Hauptproblem. Es ist komplett lästig. Na komm, jetzt habe ich dich doch. So, geht doch. Mann. Und dann habe ich noch drei davon. Na, das kann ja lustig werden. Da braucht man echt viel Geduld gerade. Ich frage mich im Übrigen, ob ich überhaupt da hinten hin muss. Ich habe das Wasser, habe ich ja schon abgelassen, ne? Jetzt habe ich den einen. Das Wasser habe ich ja schon abgelassen und alles. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwas tun muss noch. Achso, weiter geht er nicht. Das ist sehr schön. Also weiter folgt er mir nicht. Das ist ganz toll. Was ein bisschen nervig ist, weil ich gegen ihn kämpfen muss. Vor allem will ich den anderen Sack da halt nicht luren. Weil wenn die zu zweit sind, ist das echt schwierig. Wenn die beiden ihre Flugattacke nämlich machen, dann wird das Ganze ein bisschen ungeil. Aua. Nein! Oh, ich dachte, da ist ein... Ach, Mann, ist er da drauf gelaufen. Oh.
Jetzt ist er da runtergefallen. Ich wusste nicht, dass ich da runterfallen kann. Ach, ist das nervig. Oh, das nervt mich gerade schon wieder. Das nervt mich so einfach, dass du überall in Dark Souls runterfallen kannst, wenn du kämpfst. Das ist so nervig einfach. Vor allem wundert mich das gerade, dass man da überhaupt runterfallen kann. Ach ja. Hä? Cool, ich bin einfach... Ach ja. Das war, glaube ich, die einzige Stelle, wo man da runterfallen kann, wo ich runtergefallen bin gerade. Das ist schön. Das finde ich sehr gut. Das passt zu mir. So, 4 Stunden später. Dann muss ich da vermutlich gar nicht hin. Du blöder Drache, jetzt lass doch endlich mal... Mann... Ja, jetzt komm, sterb endlich. Mann. So, das hätten wir 3 Folgen später. Okay, jetzt werden es schon 6 Folgen. Ha, 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 ha. Hi, hi, hi. Ho, ho, ho. Nein! Ach, da, warum dreht er sich dann immer um? Mensch! Dann dreht er sich immer um, weil er den Fokus verliert. Toll, das war ja super. Bleib doch einfach im Fokus. Halt mich mal lieber. Sehr gut. Oh, diese Blitze, ne? Das gibt mir so auf den Keks einfach. So, könntest du jetzt bitte sterben? Danke. Ach Gott. Das ist super. Ich habe das nicht gewusst, dass ich hier drauflaufen kann auf das kleine Ding, dass er da draufläuft. Bei jedem noch so kleinen Hügelchen läuft er nicht drauf. Bei jedem noch so kleinen Hügel, da musst du außen rumlaufen, weil er die Füße nicht hochkriegt. Aber genau hier läuft er natürlich drauf bei der Stelle. Ach, jetzt habe ich anders schon wieder aktiviert. Oh. Was macht er denn? Warum verliert er immer den Fokus? Mann, der soll den Fokus beibehalten, ist doch scheißegal, wie weit ich entfernt bin. Mann! Ha, hier! Ab der Distanz verliert er den Fokus dann, was soll denn das? Das ist echt ätzend. Ach, ich habe auch vergiftet. Sehr gut. Sehr, okay. So. Das ist ja lustig. Wenn die da hinten sind, laufen die permanent zurück. Das ist, glaube ich, ein Bug. Dann laufen die mich permanent zurück und dann kannst du einfach dann killen, weil sie keinen Fokus mehr, also weil sie praktisch außerhalb ihrer Spawn-Range oder irgendwas sind. Ich meine, das musst du bei Dark Souls auch noch. Ja, du willst ihm hier ausweichen, musst aber auch noch in der Range bleiben, dass die Auto, dass der Fokus hier nicht flöten geht. Das ist auch ein bisschen nervig. So. So, jetzt habe ich den anderen aktiviert, sehr gut. Ah, klar, gar kein Problem. Ja,
Das meine ich nämlich. Du gehst zurück, weil du der Attacke ausweichen willst, dann verliert den Fokus. Was zum charmanten Resultat nämlich hat, dass du die volle Blitzattacke abkriegst und es nicht mehr vom Schild geblockt wird. Was ja auch logisch ist, weil du halt in den Rücken geschossen wirst. Was aber natürlich von dem her ätzend ist, weil du kannst halt nichts anderes machen, also kannst du nur ausweichen. Ich will ja nicht den Blitzattacken permanent ausgeliefert sein. Dieser Gift-Damage, ne, ist auch extrem selten, dass der kommt. Es könnte ruhig ein bisschen öfter auch kommen, dass da Giftschaden angewandt wird auf die Viecher. Finde ich relativ selten. Ach, das sind alles Leichen, und die alle elektrisiert wurden. Sehr gut. Ich muss jetzt bloß aufpassen, weil das sind nämlich noch... Das sind so schwarze Ritter. Die haben mich sonst nur mit einem Schlag nämlich gekillt, oder mit zwei. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu weit reinlaufe. Ja, da laufe ich jetzt garantiert rein, du blödes Viech. Weil, wie gesagt, das sind schwarze Ritter, den möchte ich gerne ausweichen. Die möchte ich gerne einzeln bekämpfen. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich finde die ein bisschen nervig, die Viecher. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Sag mal! Kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Mann! Oh Gott, ich hasse es. Diese Viecher sind echt lästig. So, hier sind alle tot. Das sind hier auch lauter Leichen. Das sind alles Leichen. Die ganze Stadt ist komplett gestorben. Die war komplett unter Wasser vorher. Ruinen von Neulondo, genau. Die waren nämlich... Das hier war alles komplett unter Wasser gestanden. Da habe ich erst das Wasser abgelassen dann. Und alle Leute sind hier praktisch, das sind Wasserleichen. Die gesamte Stadt ist, glaube ich, lebendig überflutet worden und hat alle Leute getötet. Also man sieht es auch, hier sind alle tot. Die gesamte Stadt ist komplett tot. Da ist er. Okay, was machst du denn für eine Attacke? Was ist das für eine Attacke, die der da macht? Okay, also mittlerweile gehen die ganz gut. Also ich glaube, dadurch, dass wir so viel geskillt haben jetzt und so weiter, haben wir echt ganz gute Chancen eigentlich. Hier, da geht's nach oben, glaube ich, ne? Genau, da ist der Aufzug nach oben nämlich. Pass auf, Geist der Finsternis. Okay, die können wir nach unten holen. Das habe ich aber schon gemacht. Und hier war ich das letzte Mal. Hier bin ich dann runter, habe gegen den gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob ich den besiegt habe. Ich glaube nicht. Ich bin einfach abgehauen, weil ich habe dann gesehen, dass hier diese Vögel waren. Und da war mir dann schon klar, gegen die kann ich nicht bestehen, weil dafür war ich echt noch zu schwach damals. Und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier ganz gut weiterjagen. Und ich hoffe, hier ist jetzt irgendwo nochmal ein Leuchtfeuer. Weil ich habe keine Lust, jetzt permanent gegen diese verdammten Drachen zu kämpfen. Es wäre fast einfacher, wenn wir von der anderen Richtung kommen. Wir würden gegen die Geister einfach kämpfen. Das wäre, glaube ich, einfacher. Das Problem ist nur, ich habe in den... Na? Ich habe ja kein Leuchtfeuer mehr im Camp. Da habe ich ja nichts mehr. Weil mir irgend so ein Penner hat mir ja meine Feuerhüterin gekillt.
Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, die kaputt zu machen. Ich mach's einfach mal, nur für den Fall, dass irgendwas mal drin ist.